Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das mit der Urheberschaft, wer nun den 8. März ins Leben gerufen hat, Frau Cibora, ist immer schwierig, aber in diesem Falle Clara Zetkin, sie war nicht in der SPD, sondern erst in der SPD und dann 1917 in der USPD. So viel vielleicht noch mal hier zur Aufklärung. Jetzt zum Thema. Werbung ist ein fester Bestandteil unseres Lebens. Wir beachten sie bewusst oder unbewusst. Und immer wieder sehen wir es, Frau gleich Sex, Frau gleich Produkt oder Produkt gleich Frau. Die Frau muss schön sein, der Mann muss stark sein, er ist der Ernährer, sie ist die Hausfrau. Ja, solche Bilder sind meines Erachtens nicht zeitgemäß und haben für viele selbstbewusste Frauen und Mädchen reichlich wenig mit der Realität zu tun. Aber die abwertende Darstellung von Frauen oder Männern der kommerziellen Werbung verfestigt ein bestimmtes Frauen- und Männerbild. Sexistische Werbung manifestiert Geschlechterhierarchien. Das trifft insbesondere junge Menschen, die sich an solchen Bildern und Werten orientieren. Sexistische Werbung ist weder lustig, meine Damen und Herren, noch amüsant. Nein, sie reduziert Frauen auf Sexobjekte. Sie verletzt die Würde insbesondere von Frauen. In einer modernen und aufgeklärten Gesellschaft wie der unsrigen kann so etwas nicht mehr toleriert werden. Sexistische Werbung verletzt die UN-Konvention zur Beseitigung jeglicher Diskriminierung der Frau, die EU-Richtlinien über audiovisuelle Mediendienste sowie mehrere Entschließungen des Europäischen Parlaments aus dem letzten Jahr. Wir wissen, die Werbung will ein Produkt verkaufen und, meine Damen und Herren, Sex sells. Aber es gibt einen Unterschied zwischen selbstbestimmter, gleichberechtigter und lustvoller Sexualität und der Reduzierung der Frau auf ein Sexualobjekt. Wir wollen, meine Damen und Herren, keinen Rückfall in die Prüderie vergangener Epochen. Wir wollen auch keine Zensur und auch keine Kunst verbieten. Wir wollen lediglich Werbung, welche die Würde der Frauen nicht verletzt. Der Widerstand gegen sexistische Werbung kann sehr vielfältig sein. Wir können die Werbelandschaft beobachten und sexistische Inhalte öffentlich machen. Es gibt die Möglichkeit, Beschwerde beim Deutschen Werberat einzureichen. Wir können auch Produkte, für die in sexistischer Manier geworben wird, auch boykottieren. Eine Werbewatchgroup in Berlin einzurichten, denke ich, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber dabei darf es selbstverständlich nicht bleiben. Wie Sie wissen, versucht der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sexistische, diskriminierende und frauenfeindliche Außenwerbung auf den 4 bezirkseigenen Werbeflächen zu unterbinden. Ein Antrag dazu wurde ja mit überragender Mehrheit im Bezirksparlament ja verabschiedet am 26. Februar, soweit ich mich erinnern kann. Ich werbe für eine gesamtgesellschaftliche Sensibilisierung für das Problem. Allein mit Verboten kommen wir hier nicht weiter, glaube ich, weil dieses in der Tat keinen Bewusstseinswandel herbeiführen kann. Jedenfalls, wir müssen uns wehren und diese offene Form des Sexismus auch ächten, nicht nur durch eine Einsetzung einer Werbewatchgroup. Und lassen Sie uns darüber, über die weiteren Möglichkeiten und Maßnahmen gegen sexistische Werbung dann im Ausschuss beraten und Ideen noch mal zusammentragen. Vielen Dank. Danke, Kollegin.